Hallo Leute und willkommen zu einem kurzen Update-Video. Da liegen sie, ein Haufen Updates, und zwar für die älteren Geräte. Ihr seht, ich habe hier sogar ein iPhone 4S liegen. Für das Gerät, ja, gibt es tatsächlich nochmal ein Update, denn es geht um Sicherheit und um die Zukunft des Internet auf eurem Gerät. Und zwar, nein, wir fangen mal an. Gibt es jetzt hier nochmal tatsächlich Updates für iOS 9 auf dem iPhone 4S? Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das Gerät nochmal in die Kamera halte, aber da haben wir es. Es gibt das Update auf die iOS-Version 9.3.6. Kleiner 18,3 Megabyte ist das Ganze groß, und da steht es auch schon, es wird ein Problem behoben, das die Leistung der GPS-Ortung beeinträchtigen könnte und dazu führen kann, dass die Uhrzeit im System falsch angezeigt wird. Also hier ein ganz, ganz kleines Update für das iPhone 4S. Dann gibt es natürlich auch nochmal ein Update, das heißt natürlich, es gibt ein Update hier auch für die iOS 12 Geräte, also die nur iOS 12 unterstützen, wie zum Beispiel hier das iPhone 5S und das iPhone 6. Auch da gibt es ein entsprechendes Update, und zwar auf die Version 12.4.3, und am allerwichtigsten sogar ist das Update, beziehungsweise es ist kein ganz neues Update, beim iPhone 5, denn da braucht ihr mindestens die Version 10.3.4. Wenn ihr das Update noch nicht habt, Freunde, ladet es euch runter. Ansonsten könntet ihr ab dem 3. November echt in die Röhre schauen, denn beim iPhone 5 droht dann der Komplettausfall des Internets. Ja, tatsächlich, klingt komisch, ist aber so. Ich erkläre euch mal kurz, woran das hier liegt, warum ihr hier beim iPhone 5 ja die Internetfunktionalität quasi verlieren könnt. So, ich mache hier mal einen kleinen Fächerstrauß draus und erzähle euch oder versuche euch mal zu erzählen, woran das genau liegt, und zwar an der GPS-Funktionalität. Und zwar geht es darum, dass es Probleme mit dem Wochenzähler der GPS-Satelliten geben könnte. Also 100% sicher ist das nicht, aber man sollte ja nichts riskieren. Und zwar ist es so, das Datum steckt in einer 10-Bit-Variable. Es können also maximal 1024 Wochen abgelegt werden. Danach wird der Wochenzähler wieder auf 0 zurückgesetzt. Daher mussten bereits schon ältere GPS-Geräte komischerweise zum 6. April 2019 mit einem Update, einem Firmware-Update versehen werden. Und hier bei unseren Apple-Gerätschaften ist das eben jetzt aus irgendeinem Grund erst im November, also ab dem 3. November 2019 der Fall, dass wir dieses Update brauchen. Ansonsten funktioniert hier eben zum einen die GPS-Ortung nicht mehr richtig oder im schlimmsten Fall eben die ganzen Internetdienste, wovon dann betroffen ist unter anderem der Browser, iCloud, App Store, E-Mail und so weiter und so fort. Also alles schon Sachen, die man eigentlich schon des Öfteren braucht. Von daher, Freunde, macht das Update auf euren älteren Geräten. Hier iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 6. Und ihr seht, ich habe hier hinten auch ein Tablet liegen, denn es sind auch Tablets davon betroffen. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, nur die Tablets, also nicht wie meine Variante hier, sondern nur die, die auch ein Mobilfunkmodul innehaben. Und da wäre dann betroffen einmal das iPad 2, das iPad der dritten Generation und das iPad Mini der ersten Generation. Also Freunde, nicht lang warten, hier Updates machen, ratzi fatzi von iOS 12 und iOS 10 und iOS 9 auf den von mir genannten Geräten. Ansonsten könnte es Probleme geben. So, mehr wollte ich auch gar nicht erzählen, Freunde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Hier, das iPhone 4S, iPhone 4 Design soll ja, sage ich mal, ein bisschen rangenommen werden, auch für das Design vom iPhone 12. Also, wir könnten uns ja da schon mal dran gewöhnen. War aber auch schön. Ja.